Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Zum ersten Mal in Polen. Wir lieben Poznan. Das ist der neue Kurs und wir sind gespannt, alle Großen hier in Polen Rennen fahren zu sehen. 270 Kilometer östlich von Berlin. Der Start der Saison war sehr gut. 3 Podien und der 5. Platz in der Meisterschaft. Vielleicht kommen wir auf Position 4 nach vorne. Jetzt hoffe ich, dass wir auch hier eine gute Performance haben, wie in Misano und Slowakia. Und wir werden sehen. Natürlich wollen wir alle Rennen gewinnen. Wenn du das dann machst, dann ist das schon sehr speziell. Aber es ist sehr anspruchsvoll, zum Beispiel das Rennen von Platz 8 aus zu beginnen und dann als Erster ins Ziel zu kommen. Sehr schwierig und du musst vorbereitet sein und etwas Glück haben. Sicher, das ist unbestritten. Wir sind in der Nähe des Flughafens Lavica und das Adrenalin fliegt auch. Wer fährt hier als Erster vorbei an der Start- und Ziellinie? Wir werden sehen, zum ersten Mal in Polen. Was sind eure ersten Erfahrungen hier, natürlich nach dem Qualifying unter diesen tollen Bedingungen? Ja, ich denke, es ist schon gut. Es ist interessant, es ist herausfordernd. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Schöne Atmosphäre, wir genießen es natürlich. Neue Strecke zum ersten Mal, was bedeutet das für euch von der technischen Seite? Gibt es kleinere Probleme zu lösen? Wie läuft's? Ja, es ist immer toll, einen neuen Kurs in die Meisterschaft aufzunehmen. Schön hier zu sein, wir freuen uns. Aber natürlich hat es einige Herausforderungen. Wir müssen von Null ein neues Setup finden. Wir nutzen die freien Trainings dafür. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und da war er dann, dieser geschichtsträchtige Augenblick, zum ersten Mal im Land Polen, zum ersten Mal auf der Tour Poznan, aber nicht zum ersten Mal die erste Startreihe. Norbert Kisch in Pole Position und Jochen Hahn, der Vize-Europameister auf dem 2. Platz. Sie eröffnen die Premiere in Polen. Sascha Lenz greift innen an, möchte am Vize-Europameister vorbei, gelingt ihm aber nicht in Gänze. Norbert Kisch hat den Start gewonnen, kann sich absetzen, kann seine Runden in seinem Stil weiterfahren. Jochen Hahn im Kampf mit Sascha Lenz. Sascha Lenz seinerseits im Kampf mit Jamie Anderson, der auch an seinem 2. Rennwochenende in der Goodyear 4 European Truck Racing Championship wieder gut performen sollte. Das restliche Feld sehr eng beieinander. Erste Kollisionserscheinungen am Schwabentrack Iveco von Steffi Halm, aber nichts Bestimmtes. Sascha Lenz versucht, immer wieder auf der Start- und Zielgeraden rechts rauszugehen, um Jochen Hahn unter Druck zu setzen oder vielleicht am alten Steiger vorbeizufahren. Das gelingt ihm aber zunächst nicht. Jochen Hahn kann die 2. Position behalten. Jamie Anderson hat jetzt Antonio Albacete hinter sich. Der Spanier, der dreifache Europameister, versucht hier Albacete zu düpieren und einen Platz nach vorne, nämlich auf Position 4 zu kommen. Es gab auch wieder einige Strafen hinsichtlich der sogenannten Cornermarkers, die hier wieder aufgesetzt werden. Diese Streckenbegrenzungen, die nur 2-mal überfahren werden dürfen. Beim 3. Mal gibt es eine Durchfahrtsstrafe. Jamie Anderson und Antonio Albacete am Limit. Man sieht es, der Brite im Gras kann aber diese Position verteidigen. Währenddessen sich Norbert Kisch immer weiter absetzte von Jochen Hahn, Sascha Lenz, Jamie Anderson und Albacete, ging auch der Kampf im Mittelfeld weiter. Und dann musste Steffen Faas den Scania von Tankpool 24 abstellen. Es ergab sich im Nachhinein Turboladerschaden und um größere Probleme, technische Probleme zu verhindern, stellt er das Fahrzeug
ab. Rennen geht weiter, keine neuen Auffälligkeiten. Immer noch Norbert Kich in der führenden Position, währenddessen hier Lukas Hahn und André Kosim, die Iveco-Markenkollegen, kämpfen. Lukas Hahn ja mit seinem ersten Auftritt in der diesjährigen Truck-Europameisterschaft und es sollte ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende für den 25-Jährigen aus Altensteig werden. Aber zunächst musste er sich mal im ersten Rennen gegen Kosim behaupten, der bislang in dieser Saison mit Maggie, seiner Don't Touch Lady, eine gute, gute Performance in der Europameisterschaft an den Tag gelegt hat. Sascha Lenz immer noch im Heck von Jochen Hahn, aber er kommt nicht vorbei. Rückspiegel zeigt den blau-weißen Truck von Jamie Anderson. Schwierig hier auf dieser Strecke in Poznan, 12 Meter breit zu überholen. Und das macht dann auch Probleme für Sascha Lenz. Das Dreierpaket kämpft um die zweite Position und Albacete führt das Dreierpaket mit José Eduardo Rodríguez, dem Führenden in der Promotos Cup-Wertung, und Stefanie Halm an. Währenddessen der amtierende Europameister Norbert Kich einsam und allein über die Ziellinie fährt. Er sieht als erster das schwarz-weiß karierte Tuch. Es war nach den 4 Siegen am Slowakia-Ring sein 5. Rennen in Folge, das er gewinnen konnte. Zweiter wurde Jochen Hahn. Er verteidigt diesen Platz gegen Sascha Lenz. Und hier haben wir Balu, den MAN von Reves Racing, auf dem Gewinnerplatz. And how was it competing racing here? Wie war es hier, Rennen zu fahren? Ja, natürlich, es gab viele Unwägbarkeiten vor dem Rennen, aber dann war es doch sehr gut für uns. Guter Start, ich habe mich aus den Kämpfen raushalten können, die hinter mir passiert sind. Ich konnte ein bisschen wegfahren. Ich bin sehr glücklich, den ersten Sieg hier in Polen einfahren. Wir fassen die Ergebnisse dieses ersten Rennens nochmal zusammen. Norbert Kich gewinnt mit 4,9 Sekunden Vorsprung vor Vize-Europameister Jochen Hahn. Sascha Lenz komplettiert auf dem 3. Platz das Podium. Jamie Anderson auf der 4, Antonio Albacete auf der 5. Nicht so stark, wie er im Qualifying war. Dann Rodríguez, Halm, Hahn, Kosim und Mark Taylor auf der 10. Am Ende des Feldes Luis Rikvenko, Heinrich Clemens Hecker, John Newell und Jonathan Andre rundet das Feld ab. Wir haben Rennen 1 gesehen, wir haben große Rennaction gesehen und wir schauen nach vorne zu Rennen 2. Antonio Albacete, zweites Rennen des Wochenendes und es wird heißer und heißer. Wie sind die Bedingungen für dich? Ja, es ist heiß, aber ich hoffe, wir sind besser als heute Morgen. Wir hatten ein Problem mit dem hinteren Stoßdämpfer, der ist gebrochen. In der Mitte des Rennens war die Performance schlecht, die Reifen waren belastet. Ich hoffe, wir haben das gelöst. Das war schon sehr eng. Reverse Grid war angesagt und das bedeutete, dass zunächst wieder der Ford F-Max in den neuen orangenen Farben unterwegs ist und der Pace Truck, der Iveco Daily, denn der große Pace Truck passt nicht unter der Brücke durch, die kurz vor Kurve 14 ist. Dann das Feld. Lukas Hahn nach seinem 8. Platz im ersten Rennen auf der Pole Position, daneben Steffi Hahn. Die beiden Ivecos führen das Feld an, Ampel springt auf grün, das Feld fächert aus und wer gewinnt den Start? Lukas Hahn oder Steffi Halm? Lukas Hahn kann sich ein wenig absetzen. José Eduardo Rodríguez versucht da innen reinzukommen. Dann gibt es einen kleinen Crash zwischen Rodríguez und Albacete. Dann geht Sascha Lenz erstmal ins Grün. Eine große Staubwolke. Und als ich das gelegt hatte, sehen wir, dass Anderson auf der 4, Kosim auf der 5 und Jochen Hahn letztendlich auf 6. Position ist. Sowohl José Eduardo Rodríguez als auch Sascha Lenz müssen das Feld von hinten aufräumen und auch Steffen Faas im Tankpool 24 Scania hat so seine Probleme, auf der Strecke zu bleiben. Turbulente Anfangsphase in diesem zweiten Rennen, aber es wurde spannend. Fällt vorne immer enger zusammen. Lukas Hahn verteidigt die Führung vor Markenkollegin Steffi Halm.
dann Jamie Anderson. Und dann ist es Mark Taylor, der Steffen Faas und Norbert Kich erstmal in Schach hält. Antonio Albacete nach seinem Auffahrunfall mit José Eduardo Rodríguez leicht onduliert. Also das wird das Fahrverhalten des MAN von T-Sport Brno auch nicht besonders gut beeinflusst haben. Norbert Kich setzt sich dann wieder im Feld nach vorne, überholt Mark Taylor mit der Startnummer 81 in diesem Jahr, ja erstmals mit dem Vorjahresfahrzeug von Sascha Lenz in der Goodyear 4 European Truck Racing Championship unterwegs. Dann war André Kosim dran, Startnummer 11. Der verteidigt sich lange gegen Norbert Kich, hat aber letztendlich doch keine Chance gegen die offensichtliche Überlegenheit von Norbert Kich, wieder einen Platz nach vorn. Das bedeutet, vorne muss man aufpassen. Kommt Kich noch von der achten Position weiter nach vorne? Der Abstand ist schon relativ groß, aber vorne wird gekämpft. Lukas Hahn kann sich leicht absetzen. Steffi Halm muss achten auf Anderson Racing, auf den MAN rechts gelenkt von Jamie Anderson. Und das Feld zieht sich vorne an der Spitze schön zusammen. Es wird einen interessanten Kampf auf den letzten Runden geben. Und der Kampf ist erstmal am Ende dieses Fünferpacks, nämlich zwischen dem sechsfachen Europameister Jochen Hahn und Norbert Kich, der versucht, an Jochen Hahn vorbeizukommen, währenddessen Lukas Hahn vorne versucht, das Rennen von der Spitze auch ins Ziel zu fahren. Das gelingt ihm. Lukas Hahn mit seinem zweiten Gesamtsieg bereits 2022 konnte er am Nürburgring ein Rennen in der Truck-Europameisterschaft gewinnen. Steffi Halm, Podestplatz, Platz 2 und Jamie Anderson auf der dritten Position. Das Podest nach diesem zweiten Rennen. Es gibt ein großes Dankeschön ans Team. Kannst du uns sagen, wie dankbar du bist? Oh, ich bin wirklich äußerst dankbar. Dem Team sehr dankbar. Sie haben so hart gearbeitet in den letzten 2 Stunden. Sie haben ihren Job gemacht und jetzt musste ich meinen Job machen. Und ich denke, ich habe ihn gemacht und bin hier Erster und wirklich glücklich fürs gesamte Team. Perfekt. Dieses zweite Rennen nochmal zusammengefasst auf dem Kurs von Tor Poznań. Lukas Hahn, zweiter Gesamtsieg in seiner Karriere, 0,373 Sekunden vor Steffi Hahn und Jamie Anderson. 2 Iveco, 1 MAN auf dem Podest. Jochen Hahn wird Vierter, Norbert Kich kann sich bis auf die 5. Position vorarbeiten. Im Hinterfeld auf der 11 Steffen Faas, Heinrich Clemens Hecker auf der 12, Rick Wenko, André Albacete auf den Plätzen 13 bis 15. Antonio Albacete hatte nach seinem Crash technische Probleme, wurde aber mit 2 Runden Rückstand noch gewertet. Das war der erste Tag in Poznań, Premiere in Polen und es war ein gelungener Tag mit dem Sieg am Nachmittag von Lukas Hahn, dessen Motor zwischen dem ersten und zweiten Rennen ja auch getauscht wurde und die Fans hatten Spaß im Innovation Camp, im Fan Village, überall war etwas geboten und natürlich gab es auch wie an jeder Rennstrecke Autogramme von den Stars der Truck-Szene und die wurden begehrt entgegengenommen. Begehrt
war auch ein Mann, den wir jetzt im Interview haben. Michael Cikora, Präsident des polnischen Motorsportverbandes. I visited today Michael Cikora, the president of the Polish Motorsport Federation. Welcome. Willkommen. I've seen you just ich habe gesehen, Sie haben den Truck inspiziert. Jeder hat es Ihnen erklärt. Was sind Ihre ersten Eindrücke von den Trucks? Der polnische Markt ist für Trucks sehr groß. Wir haben viele Unternehmen in dieser Branche. Wir sehen hier eine Menge Zuschauer. Sie lieben Truck Racing, auch wegen der Firmen und des gesamten Markts. Ich denke, das geht voran und wird den Markt weiter beflügeln. Rennen 3, das erste Rennen am Sonntag, startete zunächst ganz normal, aber mit einer roten Flagge wegen eines Unfalls, den wir uns jetzt gleich mal genau anschauen können. Zunächst Norbert Kich und Albacete in der ersten Reihe, dahinter Jochen Hahn und Sascha Lenz. Und dann wurde die Ampel auf grün geschaltet und dann gab es einen Unfall in der Kurve 2, wo letztendlich Jamie Anderson, Jochen Hahn und Antonio Albacete in diese Kurve fuhren. Dann werden wir uns gleich noch eine Inboard anschauen. Da ist Albacete außen, geht ein wenig nach innen. Dann bekommt Jochen Hahn nochmal einen Schlag. Jamie Anderson hat 10 Sekunden dafür bekommen. Da kann man zumindest bei Ansicht der Inboard-Aufnahmen Zweifel anmelden, ob das so in Ordnung ist. Hier schauen wir uns das nochmal an. Links Albacete, in der Mitte Hahn, rechts Anderson. Dann zieht Albacete nach rechts. Jochen Hahn jetzt nochmal Albacete. Und Anderson ist schon an Jochen Hahn ein Stück vorbei. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Wir haben einen Sprung gemacht, gehen in die zweite Runde des wieder gestarteten Rennens. Und da ist es Norbert Kich, der diese Führung ausbauen kann. Albacete ist ja nachgestartet aus der Boxengasse. Man hat das Fahrzeug ganz notdürftig repariert, aber Albacete konnte den MAN dann von hinten an den Start bringen. Kämpfe im Mittelfeld, wie immer auch bei Iveco. Steffi Halm dieses Mal vor Lukas Hahn und dahinter haben wir dann José Eduardo Rodríguez, den Führenden in der Promoters Cup Wertung. Vorne sind die Kämpfe so wie im ersten Rennen am Samstag auch. Jochen Hahn auf zweiter, Sascha Lenz auf der dritten Position. Im Mittelfeld geht es wieder um diese achte Position, wo die Pole Position für Rennen 4 am heutigen Nachmittag begraben liegt, in Anführungszeichen. Aber Sascha Lenz, ähnliche Bilder wie im Rennen 1. Lenz versucht auch hier wieder Jochen Hahn unter Druck zu setzen, aber der Altmeister lässt sich davon nicht beirren. Nervenstark, wie Jochen Hahn nun mal ist, wird er von Sascha Lenz nicht düpiert. Jamie Anderson schaut sich das von hinten an, wohl wissend, dass er 10 Sekunden obendrauf bekommt auf seine Rennzeit und die ihn vom vierten Platz nach hinten spült. Unangetastet Norbert Kich in diesem dritten Rennen und er gewinnt sein zweites Rennen bei der Premiere hier in Polen. Zweiter Sieg, erster Sieg am Sonntag für Norbert Kich. Dann Jochen Hahn, Sascha Lenz, so bleibt auch der Abstand. Jamie Anderson können wir vernachlässigen und dann haben wir dahinter André Kosim. Und so geht's dann in die Boxengasse. Wieder mal Sieger, es ist sein achter Saisonsieg, Norbert Kich im Revers MAN und Chababako hat wohl das richtige Setup für Balu gefunden. Fäuste hoch und Dank ans Team für eine wieder mal perfekte Vorstellung von Revers Racing und dem amtierenden Europameister Norbert Kich. Aber nichtsdestotrotz auch Jochen Hahn mit der zweiten Position lässt sich von seiner Mannschaft feiern und gratuliert der Knorr-Bremse Iveco auf 2, Sascha Lenz auf der dritten Position. Wow, was für ein Rennen mit roter Flagge. Was hast du gesehen? Ah, war schon ein großer Unfall. Jamie ging dahin, wo es keinen Platz gab. Wir waren drei Trucks in der Kurve und es ist unmöglich, dass es ohne Crash abgeht. Du kannst zwei Dinge tun. Bremsen und sagen, okay, oder du bleibst auf deiner Linie, hältst die und dann hast du einen großen Crash und einen großen Unfall. Gleiches Bild wie in Rennen 1, Norbert Kich, Jochen Hahn, Sascha Lenz, da sind die drei Big Boys, die am Sonntag zum ersten Mal auf dem Siegerpodest stehen. Und die Fans, die zahlreichen Fans hier in Poznan, die sind natürlich begeistert, ihre Stars mal
von ganz nah zu sehen. Das Ergebnis nochmal im Überblick. Norbert Kiech 7,6 Sekunden vor Jochen Hahn. Sascha Lenz dann 0,3 Sekunden hinter Jochen Hahn. André Kosin wird Vierter, Steffi Halm und Lukas Hahn auf den Plätzen 5 und 6 im Iveco. Antonio Albacete arbeitet sich auf den 7. Platz nach vorne. Mark Teller, Jamie Anderson und José Eduardo Rodriguez runden die Top 10 ab. Dann auf der 11 Steffen Fast, John Newell, Jonathan André, Race by Race Driver und Luis Requenco auf den Plätzen 12 bis 14. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Es ist der zweite Tag und das vierte und letzte Rennen. Du hast dein Team umherwirbeln sehen und es gab viele helfende Hände. Wie ist die Situation für dich? Schwierige Situation. Gestern hatten wir Probleme. Ja, die erste Kurve. Ich war außen. Es gab keinen Platz. Ich habe die Position gehalten. Dann war Anderson vor mir und es gab einen großen Knall. Trotz alledem stand Antonio Albacete nach seinem 8. Platz mit all den Zeitstrafen. Auch José Eduardo Rodriguez bekam noch eine Overspeeding-Zeitstrafe auf der 2. Position in der ersten Reihe. Pole Position ging an die 81 an Mark Taylor, den Mann aus Nottingham. Dann wurde das Rennen freigegeben, dieses letzte Rennen hier auf der Premierenstrecke von Poznan. Und Antonio Albacete nutzte die Gunst der Stunde und konnte sich bereits vor der ersten Kurve leicht vor Mark Taylor in Position bringen und sich am Briten vorbeischieben. Dahinter mit Lukas Hahn und Steffi Halm, die beiden Iveco, die noch in Rennen 2 in der ersten Reihe gestanden haben. Und schon muss man wieder in den Rückspiegel schauen. Was ist mit Sascha Lenz? Was ist mit Norbert Kiech? Wie sind die aus den Startblöcken gekommen? Sascha Lenz sehr gut, Norbert Kiech auch, währenddessen Jochen Hahn etwas festhängt hinten im Feld. Dann geht Mark Taylor raus, muss aufs Gras und das kostet ihn nicht nur die Radabdeckung, sondern auch den ein oder anderen Platz. Er muss sich auf 6. Position wieder einsortieren. Für Antonio Albacete ein Glücksfall, da der Spanier jetzt ein wenig Distanz zu Lukas Hahn erarbeiten konnte. Und Lukas Hahn, der hatte in diesem 4. Rennen einen großen Auftrag, nämlich Markenkollegin Steffi Halm und vor allen Dingen auch Sascha Lenz im MAN auf Distanz zu halten. Und Steffi Halm hat dann schon den roten Reves MAN in den Rückspiegeln. Lukas Hahn ganz cool noch auf 2. Position. Albacete war vorne schon etwas enteilt. Sascha Lenz versucht jetzt am Knorr-Bremse Iveco nicht von Jochen, sondern von Lukas Hahn vorbeizukommen. Gelingt ihm im Augenblick noch nicht. Zur Mitte des Rennens kann Lukas Hahn sowohl Sascha Lenz als auch Norbert Kiech hinter sich halten. Große Leistungen an diesem Wochenende bei Lukas Hahn. Er gewann auch 3-mal die Wertung des Promoters Cup. Und das ist schon ein tolles Ergebnis für seine erste Veranstaltung im Jahr 2023. Dann war es aber dann doch ein wenig um den Altensteiger geschehen, denn sowohl Sascha Lenz und auch Norbert Kiech konnten sich an ihm vorbeipressen auf diesem engen Kurs. Und Sascha Lenz hatte zunächst die Nase vorn, hat dann Norbert Kiech im Heck. Und es war an Sascha Lenz, endlich mal vor Norbert Kiech zu bleiben und in diesem Rennen diese 2. Position hinter Antonio Albacete zu verteidigen. Kommt da weit raus, kann aber den Schwung mitnehmen und Norbert Kiech hat keine Möglichkeit vorbeizufahren. Währenddessen Antonio Albacete mit havariertem MAN in der führenden Position unterwegs ist und seinem 2. Saisonsieg entgegenfährt. Sascha Lenz kämpft, fährt hier und da auch mal Kampflinie, um dem amtierenden Europameister keine Chance zu geben, vorbeizukommen. Und dann fährt er übers Ziel, Start Nummer 23, T-Sport Bernau MAN. Sieg Nummer 2, Sieg im 4. Rennen zum Abschluss der Premierenveranstaltung in Poznan. 2. Sascha Lenz, er kann Norbert Kiech hinter sich halten und Lukas Hahn belegt wiederum einen hervorragenden 4. Platz. Da haben wir
den MAN von T-Sport Bernau. Und natürlich bedankt sich Antonio Albacete bei seinem Team. Ein Achterbahnwochenende. Wie sind die Gefühle, die bei dir zuerst hochkommen? Naja gut, am Ende ist es ein Sieg für das Team. Aber es war ein schlechtes Wochenende. Ich denke, wir hatten wenig Glück. Aber okay, das ist Racing. Manchmal bist du oben und manchmal bist du halt eben auch am Boden. Aber am Ende haben wir einen Sieg. Ich bin glücklich über den Sieg, aber wir hätten bessere Resultate erzielen können. Wenn wir nicht diese Probleme gehabt hätten, wären es mehr Punkte für die Meisterschaft geworden. Wir kämpfen weiter beim nächsten Mal. Und auch das Rennen 4 in der Übersicht. Antonio Albacete vor Sascha Lenz und Norbert Kirch, das ist das letzte Podium in Poznan. Lukas Hahn, Steffi Halm auf den Plätzen 4 und 5. Mark Taylor kann von der Pole Position auf die 6. Position fahren. Anderson auf 7, Cosim auf 8. Jochen Hahn bleibt auf der 9 und José Eduardo Rodriguez belegt den letzten Top 10 Platz. Und wir haben die Meisterschaft nach der dritten Runde in Polen. Norbert Kirch führt mit 150 Punkten vor Jochen Hahn mit 120 Punkten. Sascha Lenz jetzt auf der 3 mit 103 und Antonio Albacete mit 101 Punkten auf der 4. Position dahinter. Die Ergebnisse könnt ihr weiß auf blau nachlesen. Im Promoters Cup führt José Eduardo Rodriguez mit 155 Punkten. Steffen Fast noch auf 2, hat nicht gepunktet an diesem Wochenende. Mark Taylor sich auf die 3. Position gearbeitet. John Newell auf der 4, Requenco Hahn, Lukas Hahn, Jonathan André und Heinrich Clemens Hecker auf den Plätzen. Heinrich Clemens Hecker konnte nicht starten am Sonntag. Er hatte technische Probleme. Das war das Wochenende in Poznan und der nächste Halt für die Truck-Europameisterschaft ist das Highlight des Jahres, der 36. ARC Truck Grand Prix vom 13. bis 16. Juli 2023. Und da freuen wir uns alle drauf. Stay tuned!